Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz erläutern, wie der Suchprozess abläuft. Zunächst ist es so, dass der Kunde oder potenzielle Kunde eine Frage hat oder ein Bedürfnis. Und dieses tippt er in die Suchmaske von Google oder einer anderen Suchmaschine ein. Im Anschluss daran erhält er die Suchergebnisseite. Und diese ist aufgeteilt in sogenannte bezahlte Suchergebnisse und organische Suchergebnisse. Wir werden uns in diesem Modul vor allem mit den bezahlten Suchergebnissen auseinandersetzen. Das sind diejenigen, die auf Basis einer Auktion vergeben werden. Das bedeutet, man bietet auf bestimmte Schlüsselbegriffe und erhält dann in den Suchergebnissen eine Platzierung, nämlich auf Platz 1, 2, 3 und so weiter. Dann gibt es noch die organischen Suchergebnisse. Das sind diejenigen, die man erhält, wenn man unterhalb der bezahlten Suchergebnisse gut seine Seite optimiert hat. Das heißt, hier sind wir im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Man kann hier unterscheiden zwischen On-Page-Optimierung, also alles, was ich auf meiner eigenen Seite optimiere, um in den Suchergebnissen eben mit bestimmten Begriffen weit vorne zu stehen, und Off-Page-Optimierung, also alles, was ich außerhalb meiner Seite machen kann, um meine eigene Seite in den Suchergebnissen weiter oben stehen zu haben.